So, die Musik ist aus und wir haben 16 Uhr und das bedeutet, wie jeden Tag hier bei uns am Forum Digitalisierung praktisch gestalten, um 16 Uhr gibt es unser rotes Sofa, unsere Schlussrunde. Deswegen vielen Dank an Sie, an euch, dass ihr da seid. Jetzt ganz wichtiges Thema, die E-Rechnung, Grund zur Panik oder Arbeitserleichterung? Die ersten gehen schon, Grund zur Panik? Nein, natürlich nicht. Ich freue mich sehr auf meine Gäste. Lukas Müller, Klaus Tessmann, Dominik Wiedemann. Und ich gebe das Mikro jetzt an euch weiter, dass ihr euch mal selbst kurz vorstellt. Und jetzt ist unser Heiko Fischer steht da hinten und wir waren uns eben von 100% digital. Und wir waren uns einig, wir werden jetzt so roundabout 30 Minuten, 45 Minuten in Ruhe sprechen. Und Heiko, du hast jetzt wirklich so viel Zeit, um uns ein kühles Bier zum Abschluss dann wie beim Doppelpass zu präsentieren, dass wir hier anstoßen können. Und ich finde, das ist ein fairer Deal. Und so kennen wir dich ja auch, dass das funktioniert. Wir sagen jetzt schon mal Danke und legen dann mal los. Ich habe gesagt, die E-Rechnung, Grund zur Panik oder Arbeitserleichterung. Und ja, Lukas, Klaus, Dominik, vielleicht stellt ihr euch erstmal vor, bevor wir gleich richtig einsteigen in die Thematik. Das Mikro liegt hier, ist schon an. Lukas, fang du gerne an. Du warst dann auch schon bei uns auf der Bühne, aber stell dich gerne nochmal vor. Hallo, hallo. Ja, Lukas Müller, mein Name, von der Work for Tomorrow. Ich war ja heute um 12:30 Uhr schon hier auf dem Panel, habe über Kreislaufwirtschaft referiert. Und mit der Work for Tomorrow ja, kümmern wir uns um alle Fragen rund um Nachhaltigkeit, auch Transformation. Und in gewisser Weise hängt das Thema Digitalisierung natürlich damit auch zusammen, weil es Ziel sein sollte, dass man am Ende eben auch Ressourcen spart. Lukas, schön, dass du dabei bist und da auch mal diese Perspektive hier in dieses Thema mit reinbringst. Klaus, der Handwerkscoach. Ja, ich mache Handwerksunternehmen von klein bis groß stark und zukunftsfähig. Und zwar so, dass der Unternehmer nicht mehr fremdbestimmt arbeitet, das heißt unter dem Druck von Mitarbeitern, Anforderungen, Markt, Umständen, sondern dass er frei in seinem Unternehmen arbeiten kann, dass sein Unternehmen eigentlich ohne ihn funktioniert. Und da bearbeite ich solche Bereiche wie Führung, das heißt, ich brauche ein gutes Führungsteam, das mir den Rücken frei hält. Und dazu gehört aber auch der Bereich Digitalisierung, weil ich brauche gute Prozesse, die laufen, die ich digital steuern kann, auch mal von unterwegs, damit ich frei und selbstbestimmt arbeiten kann als Unternehmer. Und das ist mein Steckenpferd. Das ist schön, dass du da bist. Und Dominik, du vertrittst quasi diejenigen, die sagen, endlich kommt die E-Rechnung. So ist es. Servus zusammen. Wiedemann Dominik von Typhoon Software. Mittlerweile seit, ja, gut 15 Jahren im Geschäft tätig, im Handwerksbereich tätig. War früher bei zwei Großhändlern, dann beim Handwerksbetrieb und jetzt bald mittlerweile 5 Jahre bei Typhoon. Mittlerweile ungefähr 800 Gespräche geführt mit Betrieben, erfolgreich in die Digitalisierung gebracht. Zu Typhoon kommen im Jahr ca. 1000 Neukunden. Wir haben eine All-in-One-Software, sprich mobil von Büro bis zur Baustelle, sämtliches ERP, was von Angebot bis Rechnungsstellung, Digitalisierung geht, was letztlich ja auch dann die E-Rechnungspflicht und so weiter betrifft. Und von dem her schauen wir mal, ob wir euch da mal schön aufklären können über die Thematik. Und wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, meldet euch gerne, denn dafür sind wir hier, haben genug Zeit, das zu beantworten. Steigen wir mal ganz, 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 ganz vorne ein. Und zwar, was ist denn die E-Rechnung eigentlich? Was steckt dahinter? Was ist das mehr als das PDF noch? Du kannst gerne machen, wenn du möchtest, aber Jo, jo, was ist die E-Rechnung? Also grundsätzlich kann man mal davon ausgehen, dass jeder weiß, was eine Rechnung ist. Digital, auf Papier, ausgedruckt, whatever. Grundsätzlich ist eine E-Rechnung oder eine digitale Rechnung, bezeichnet man unter anderem eine Zugpferdrechnung, eine X-Rechnung, das sind jeweilige Formate. In Österreich gibt es dann auch nochmal dementsprechend die E-Rechnung. Bedeutet, ich habe eine PDF-Datei, kann man sich bildlich so vorstellen, eine PDF-Datei ist das Bildliche und ich habe daran eine sogenannte XML-Datei mit angehangen, die sozusagen die ganzen kalkulatorischen Daten dort beinhaltet. Also sprich Beträge, Mehrwertsteuern, Skonto etc. pp. Auch Projektthemen, ne, die dann wiederum wichtig sind mit Schnittstellen zu den Großhändlern. Das ist so grundsätzlich die E-Rechnung. Noch was zu ergänzen von euch? Gerne, Klaus, du hast gerade so gierig nach dem Mikrofon gegriffen. Dann schließt sich, aber das war schon eine sehr umfängliche Antwort und die wichtige Frage ist jetzt eigentlich, die kommt jetzt.
zwar, warum wird die E-Rechnung jetzt eingeführt und was ändert sich jetzt am 01.01.25 für viele? Also das eine, was wichtig ist mit Sicherheit, ist die Standardisierung. Und das ist der Vorteil an dieser Form von Rechnung. Ich habe ein standardisiertes Format, an das sich alle halten können. Das heißt, nicht mehr in der einen Rechnung steht das drin, in der anderen Rechnung steht das drin. Und das vereinfacht vieles. Ja? Und das vereinfacht auch vieles für mich in den Abläufen. Und einer der wichtigen Teile, warum es diese Rechnung auch gibt, ist, man möchte ja von Seiten des Staates und von den Seiten der Finanzbehörden auch, dass Dokumente nicht mehr verändert werden können. Ja? Und das ist ein ganz wichtiger Part, warum jetzt dieses Thema eingeführt wird und warum es dann in Kürze verpflichtend wird für die Unternehmen. Man muss dazu sagen, Achtung, da gibt es auch jetzt keine Panik kriegen, weil wir haben ja als Titel, haben wir Grund zur Panik, ja oder nein. Man muss jetzt keine Panik kriegen. Also für alle diejenigen, die noch an dem Punkt sind, dass sie noch weit weg sind von der E-Richtung, man braucht ja auch die richtige Software dafür, damit es funktioniert, müssen keine Panik haben, da gibt es Kulanzfristen. Ja, es startet zwar, aber es gibt Kulanzfristen. Jetzt hast du eben ein Stichwort gesagt, Klaus, Vereinfachung. Vielleicht, Lukas, kommst du jetzt ins Spiel. Was hat das Ganze vielleicht auch mit dieser nachhaltigen Perspektive zu tun? Wie würdest du da rangehen? Gut, vielleicht darf ich zwei Aspekte sagen. Einfach mal erst zu dem prozeduralen Ablauf. Ich glaube, sowohl bei Handwerksbetrieben als auch bei jedem anderen Betrieb ist doch dieses Thema der Administration und dessen, was man mit Buchhaltung zu tun hat, etwas, was man eher als lästig empfindet. Und das Ganze soweit zu automatisieren und was letztendlich auch bedeutet, dass man irgendeinen Standard einführen muss, dass die Daten über ein Format übertragen werden und dann automatisch gelesen werden können und nicht erst durch Prozess gegebenenfalls sogar irgendwie wieder abgetippt werden müssen. Das ist ja auf jeden Fall erstmal gang und gäbe. Und wenn wir über Bürokratieabbau reden und Prozesse in Deutschland beschleunigen wollen, dann müssen wir genau an diese Prozesse auch ran. Und es fängt halt dann eben auch bei den einzelnen Betrieben an. Und deswegen kann ich dazu nur sagen, also das bringt Deutschland auf jeden Fall voran. Und ich habe jetzt keinen Vergleich, wie es in anderen Ländern aussieht, aber ich würde sagen, einfach machen. Ja. Das Zweite mit dem Thema Nachhaltigkeit, na gut, alles, was nicht mehr mit Papier zu tun hat, spart auf jeden Fall mal Ressourcen. Ich glaube, jetzt was Ressourcenverbrauch in Form von Energie angeht, wenn man das natürlich durch digitalisierte Prozesse ersetzen, die ja eh schon da sind, wenn man da genau hinschaut, dann weiß man, dass also solche kleinen Datenformate wirklich nicht den Kohl fett machen, sondern es ist dann eher Netflix schauen und andere Dinge tun, wo viel Energie durchgeht oder Teamsitzungen. Und insofern ist alles, was nicht mehr in Papierform ist, nicht mehr gedruckt wird, wo keine Bäume mehr irgendwie gefällt werden müssen, natürlich von Vorteil. Jetzt aus der Klaus, wolltest du was ergänzen? Ansonsten aus der unternehmerischen Sicht vielleicht nochmal, können wir nochmal darauf zurückkommen, welche Unternehmen betrifft es, welche Fristen und was ist so eure oder auch deine Erfahrung, Dominik? Hast ja so viel Kontakt auch mit den Handwerkern. Gibt es da so eine Klientel, die jetzt wirklich schon heiß drauf sind und das Thema schon lange bespielen, weil sie müssen? Oder wer hat das Thema bis jetzt besonders gut bearbeitet? Kleinere, größere, mittlere? Oder ist das einfach der Unternehmer, der Bock drauf hat oder nicht? Also grundsätzlich sollte man mal erwähnen, dass das Thema ja nicht neu ist. Also grundsätzlich gibt es die E-Rechnung oder die Zugpferd-Format gibt es schon seit, lass mich lügen, 5 Jahren locker. Also wir haben es schon seit, ich glaube, ich habe neulich mal nachgefragt bei uns im Support. Ich glaube, seit 2017 haben wir das, glaube ich, sogar schon drin in den Typhoon. Also da sieht man mal, dass ja, es hängt ja ein Stück weit davon ab. Der Großhandel schickt dir eine Rechnung als Beispiel. Du hast was bestellt, du kriegst die Rechnung. Entweder kriegst du sie postalisch oder du kriegst sie per PDF. Oder du kriegst sie sinnvollerweise als PDF-Datei im Zugpferdformat, wo du gleich in deine Handwerkersoftware einspielen kannst und nicht selber deinen Zettel hinlegen musst, dann gucken musst, okay, Belegnummer, Großhändler, okay, da habe ich das bestellt mit der Menge, mit dem Preis, mit dem EK, mit dem Aufschlag und was ist der Verkaufspreis als Beispiel. Ne? Also es ist schon mal das verbessert worden. Grundsätzlich würde ich es nicht daran festmachen, ob das jetzt ein Betrieb ist, ein Einzelkämpferbetrieb, sondern wenn du sagst, okay, ich habe einen Betrieb mit 50 Mann draußen, daran würde ich es nicht festmachen, sondern es geht grundsätzlich darum, um den Willen und wieder dieses neudeutsche Wort Mindset,
wie ist man eingestellt zur Digitalisierung? Sprich, habe ich darauf Bock und bin ich ein Handwerker, der sich für diese Themen interessiert und auch ein Stück weit in die Zukunft denkt und sagt, okay, wie sieht mein Betrieb oder wie will ich meinen Betrieb in Zukunft aufstellen? Und daran würde ich es ein Stück weit festmachen. Und deswegen sehe ich, und nicht nur ich, sondern wir denken wir alle, haben es vorher schon ausgetauscht, eine sehr, sehr große Chance in dieser Thematik, weil ich dann einfach sagen kann, okay, ich verbessere oder ich sage jetzt mal das Wort, ich muss meinen Betrieb einfach jetzt mal aufs nächste Level heben. Und nochmal ganz kurz zum Thema Panik. Panik hätte ich nicht. Ich hätte nur Panik dann, muss ich ganz klar so sagen, für die Betriebe, die tatsächlich noch mit Word und Excel arbeiten, weil die haben tatsächlich Stress. Da ist es tatsächlich 5:05. Aber ist noch zu schaffen. Ist noch zu schaffen. Kriegen wir hin. Lasst uns, Klaus, wolltest du was ergänzen? Gerne. Also ich fand es gut, was Dominik gerade gesagt hat, weil E-Rechnung und das alles, was dahinter steckt, hat ja noch ein viel weiteres Umfeld, was damit an Benefits von den Handwerksunternehmen mit reinkommt. Ja? Überhaupt der ganze Abgleich. Was kostet es heute im Unternehmen alles an Zeit und Aufwand, überhaupt mal abzugleichen? Ich habe eine Rechnung vom Großhandel bekommen. Die muss ich mit dem Lieferschein abgleichen. Die muss ich mit dem Angebot, mit dem Auftrag abgleichen, gucken, ob alles geliefert worden ist, ob alles eingebaut worden ist. Das ist alles, was oft in einem manuellen Prozess stattfindet und durch viele verschiedene Hände geht. Und wenn man heute eine gute Software hat, respektive Handwerkersoftware, dann läuft dieser Prozess digital. Das heißt, ich führe meine Bestellung, also ich mache mein Angebot erstmal natürlich in der Handwerkersoftware digital. Dann erstelle ich aus dem Angebot den Auftrag digital. Dann tue ich meine Bestellung auslösen digital über entsprechende Schnittstellen direkt aus der Handwerkersoftware zum Großhandel rüber. Ich habe den Lieferschein, den schickt der Großhandel mir digital. Und so habe ich alles in einem durchgängigen Prozess und ich kann alles automatisiert im System überprüfen. Das ist ein Riesenvorteil, eine Riesenzeitersparnis. Es gab eine Studie, die die DATEV einmal gemacht hat, relativ große, repräsentative Studie. Und die haben untersucht, wie viel Zeit kostet denn eine Eingangsrechnungsbearbeitung, wenn man es analog macht. Und es war irgendwo zwischen 25 und 30 Minuten. Wenn ich das jetzt digital mache, Ende zu Ende, dann konnte ich diese Zeit auf 5 Minuten reduzieren. Mal 1.000 Rechnungen im Jahr. Was bekommt man als Handwerksunternehmen an Rechnungen im Jahr? Vielleicht 1.000, je nach Größe. Und das muss man hochrechnen auf die Arbeitsstunden von den Mitarbeitern, die beschäftigt sind. Und dann merkt man, dass die analoge Bearbeitung eine unfassbare Geldverbrennungsmaschine ist, was man durch diese digitale Lösung minimieren und sparen kann. Kleine Ergänzung kurz. Es hat auch, also super, danke. Es hat wirklich auch sehr, sehr viel damit zu tun mit, wir sprechen immer von Medienbrüchen. Und das ist halt auch ganz, ganz wichtig. Also wenn ich heutzutage zum Beispiel jetzt eine Rechnung digital ablege, habe ich das sinnvollerweise in einem Dokumentenmanagementsystem, in einem DMS-System abgelegt. Da läuft auch unter anderem eine Scannung drüber, dass ich zum Beispiel auch wiederum meine Rechnung und alles oder allgemein grundsätzlich Dokumente schnell wieder finden kann. Sprich, angenommen, ich bin jetzt ein Handwerker, brauche draußen mal kurz einen Beleg. Dann ist es natürlich sinnvoll, wenn ich den Beleg einmal abgelegt habe und habe den an jedem Standort, wo ich bin, beim Kunden, im Mallorca, am Ballermann, keine Ahnung, gleich verfügbar. Ne? Sprich, ist also auch wichtig zu sagen, okay, ich lege es einmal ab und habe es überall verfügbar, muss nicht in dem Ordner nachgucken. Und jetzt sagt natürlich jemand zu mir, ja, Dominik, wir haben aber x-tausende Rechnungen da drin, wir sind seit 20 Jahren am Markt, haben seit 30 Jahren Taifun. Sage ich, ja, aber du kannst ja, wenn du sagst, ich habe es in Papier im Ordner drin, dann gehe ich ja in den Keller runter zu irgendeinem Regal und suche mir da den Ordner von Anno Dazu mal raus, blätter da tausend Minuten rum und ziehe mir dann irgendein Blatt raus, wenn ich es noch lesen kann. Ja, und so mache ich das einfach in Taifun. Ich gehe rein, sage im Dokumentenarchiv, ich suche jetzt nach Rechnung oder nach dem Betrag oder nach dem Namen, gebe ihm also eine Verschlagwortung und sage, okay, ich suche nach Rechnung XYZ mit dem und dem Betrag von dem und dem Hersteller und je mehr ich dort eingebe, umso weniger Datensätze kommen raus. Also auch das zählt für mich nicht mehr. Ich finde es im Ordner aber schneller. Bei aller Liebe, nee. Was glaubt ihr dann,
Warum sind wir jetzt an dem, ich weiß nicht, sind wir in anderen Ländern, vergleichsweise in Europa oder so, hängen wir hinten dran? Wie ist das in anderen Ländern? Meine Frage, die jetzt käme, wäre, warum sind wir da, wo wir jetzt sind noch? Warum hängen wir so hinterher? Oder ich drehe die Frage mal andersrum. Was sind denn so die größten Herausforderungen bei der Einführung jetzt der E-Rechnung für mich als Unternehmer? Das Technische ist ja eher vernachlässigbar, denke ich mal. Es sind wahrscheinlich eher andere Sachen. Was hemmt mich so sehr oder was, über welche Hürde muss ich jetzt springen, wenn die E-Rechnung kommt? Ich würde es jetzt mal ganz trocken formulieren. Der Dominik hat es eben benannt mit Mindset. Ich glaube, die Veränderungen generell tun weh. So, und eigentlich einfach so ranzugehen und zu sagen, worum geht es hier eigentlich, so wie es der Klaus gesagt hat, es ist am Ende des Tages eine Chance, es ist eine Arbeitserleichterung, aber natürlich der erste Schritt ist erstmal hart. Man muss ein bisschen was investieren, man muss irgendwas ändern, man muss vielleicht ein Softwaresystem einführen, man muss ein bisschen was an den Prozessen drehen, man muss vielleicht ein bisschen in Schulung investieren, but so what? Am Ende steht was Besseres da, aber dieser erste Schritt der Veränderung, der ist schwierig, den muss man durchlaufen. Und dann sage ich auch, okay, es muss dafür natürlich eine Softwarelösung geben. Also da muss ja keiner jetzt XML irgendwie in einem Editor selbst machen, sondern das passiert mit einem vernünftigen Programm halt automatisch, sowohl was Angebotserstellung, Auftragseingang und so weiter angeht. Und dann drückt man auf den Knopf und dann funktioniert es. Und ich glaube, das ist das größte Problem, das Problem des Mindsets, zu sagen, das ist einfach vernünftig. Und da hilft es natürlich sehr, sich mal anzuschauen, worum geht es eigentlich und wo sind die Chancen. Und ich meine, wenn ich das sehe, Panik kommt, entsteht dann, wenn man irgendwie im Zeitverzug ist und sagt, um Gottes Willen, jetzt muss ich das machen, sonst stände da nicht Panik. Und eigentlich geht es um den zweiten Punkt, Arbeitserleichterung. Und ähnlich ist es bei der Nachhaltigkeit ja auch. Jetzt kommt die EU und macht Regulierungen, weil wir von alleine nicht in die Pötte kommen und mal Kreislaufwirtschaft richtig machen. Dabei gibt es so viele Potenziale da drin, um wirklich Kosten zu sparen und am Ende auch was für uns als Gesellschaft zu machen. Ne? Jetzt mal weiter, ja. Also welche Herausforderung, was glaubst du, welche Hürde muss jetzt genommen werden? Also ich bin eigentlich immer so ein Befürworter von agil zu bleiben, auch im Kopf. Ja, also dieser Spruch, never change a running system, finde ich, ist kontraproduktiv für mich als Unternehmer. Wenn ich immer vorne mit dabei bin, immer weiß, was ist der Puls der Zeit, wohin geht die Wirtschaft, was für neue Systeme, was für neue Technologien gibt es. Und zwar einfach aus so einer gesunden, kindlichen Neugier heraus, die wir uns alle irgendwie erhalten sollten. Dann brauche ich tatsächlich keine Panik zu haben, weil ich bin rechtzeitig vorbereitet, ja, auf diese Veränderungen, die da kommen. Es gibt eine ganz spannende Geschichte. Jeder hier kennt Kodak. Jeder hier kennt Kodak, die Kodak, Kameras damals. Ja, ne, Kodak, ja. Die sind vom Markt verschwunden. Warum sind die vom Markt verschwunden? Weil sie zu dem Zeitpunkt, als einer ihrer Mitarbeiter so einen großen Kasten angeschleppt hat, irgendwann in den 60er, 70er Jahren, das war die erste Digitalkamera, haben die gesagt, das ist nicht geschäftsrelevant, brauchen wir nicht. Das war das Ende von Kodak. Und auch wenn es natürlich hier im Kleinen nur um eine E-Rechnung geht, aber einfach dieses offene Mindset zu haben für das, was bringt mein Unternehmen weiter, neue Dinge zu lernen, ich glaube, das ist nicht nur hier wichtig, sondern in allen Bereichen des Unternehmens, weil selbst für einen Chef, der sagt, ich verkaufe mein Unternehmen in 10 Jahren oder in 5 Jahren, was soll ich jetzt daran noch ändern? Ja, in 5 oder 10 Jahren will ich Geld für das Unternehmen. Ich höre an verschiedenen Handwerkskammern immer häufiger, dass Betriebe verschenkt werden, weil ich keine Nachfolger mehr finde, weil mein Betrieb zu alt aufgestellt ist. Das heißt also, selbst wenn ich als Geschäftsführer mein Unternehmen verkaufen möchte, selbst dann lohnt es sich, da rein zu investieren. Ja, tatsächlich ganz kurz noch als Ergänzung. Also ich sehe es auch immer wieder, wir müssen uns, jetzt spricht ein junger Pimpf, ne? wir müssen uns im Handwerk tatsächlich davon verabschieden, von diesem Satz, das habe ich immer schon so gemacht, das mache ich jetzt auch wieder so und ich lasse mir da nicht reinreden in meinen Betrieb und so weiter und so fort.
ganz ehrlich, Leute, das führt uns nirgendwo hin, wo es schön ist, sondern du musst wirklich deinen Betrieb dementsprechend so aufstellen. Wie du es gesagt hast, das ist mein tägliches Geschäft und ich erfahre es immer wieder und ich komme ungelogen immer noch zu Kunden, die sagen, ja, ich arbeite mit Word und Excel, das funktioniert wunderbar. Okay. Und dann zeigst du ihm die Möglichkeiten auf, wo er aktuell tatsächlich Geld verschwendet, Zeit verschwendet, etc. pp. Und dann steht er vor dir, schaut dich so an und sagt, ihr hättet es doch früher gewusst, dass es sowas gibt. Ne? Also es ist auch schon so, ich muss mir Informationen auch ein Stück weit selbst holen. Ne? Wir können zwar viel machen, viel Marketing, aber irgendwo muss ich natürlich auch ein bisschen am Zahn der Zeit sein und gucken, ne, wo kann ich meinen Betrieb denn noch optimieren. Und ja, ganz wichtiger Punkt. Wenn ich dann soweit bin und bin diese Hürde gesprungen, was erwartet mich dann? Was liegt für euch auf der Hand? Was sind wirklich die größten, mal weg von dem Muss, sondern was sind tatsächlich die größten Vorteile, die sich mir bieten? Und sei es zum Beispiel ein Vorteil auch, dass mich die E-Rechnung dabei unterstützt, in meinem Bestreben nachhaltiger zu werden. Wie? Ich stelle die Frage mal so ganz offen. Noch weitere Vorteile. Was würdest du sagen? Was ist der größte Nutzen? Ganz ehrlich, Klaus hat es schon gesagt, Zeitersparnis. Also mal runtergebrochen, die Zeit ist tatsächlich wirklich immer das, was wir alle miteinander am wenigsten haben und die wir uns auch mit, egal wie viel Kohle du hast, nicht kaufen kannst. Sprich, die Zeit, die ich mir einsparen kann, wenn ich digitale Themen im Betrieb einsetze, sei es eine Handwerkersoftware, die sowohl komplett, also All-In-Software ist, wo du sagst, okay, von draußen nach drinnen ist alles kommunikativ mit dabei, ich habe eine Live-Schnittstelle, wenn mir einer eine Message schreibt, ist es mit da. Das ist mein ein großer Punkt. Also bei dir ganz oben die Zeitersparnis. Zeit, okay. Definitiv Zeit. Weil wenn ich das hochrenne, wie er es vorher gemacht hat, ja, ich würde jetzt nicht sagen, kannst du Leute ausstellen, aber das würde ich nicht machen oder so weit würde ich nicht gehen, aber ich würde zumindest so weit gehen und sagen, okay, dann haben die Personen, die sich sonst um dieses Thema gekümmert haben, noch mehr Zeit, um sich vielleicht um Marketing zu kümmern, um Social Media zu kümmern, etc., etc. Also es gibt dann schon noch Arbeit für die Leute, so ist es nicht. Ja. Lukas, du würdest noch was ergänzen? Ja, ich sehe es ganz genauso. Es ist Zeitersparnis und nicht nur im eigenen Betrieb, sondern irgendwann gibt es ja auch einen Jahresabschluss, da ist dann irgendwie eine Steuerkanzlei involviert, die muss auch bezahlt werden und wenn die viel Geschiss haben, mal so gesprochen, weil sie noch viel zu Fuß machen müssen, dann werden die Gebühren auch höher sein. Also das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Und neben der Zeitersparnis unter Umständen auch weniger Fehler. Also einfach Fehler, die nicht mehr passieren, die am Ende natürlich behoben werden müssen. Wie oft passiert es mir auch, dass manchmal eine Nachfrage kommt, da fehlt jetzt aber noch eine Rechnung. Naja, scheiße, wo habe ich die jetzt? Ja. Und dann war es genau eine, die ich in Papier bekommen habe und dann doch nur abgetippt habe oder irgendwas, weil es kommt halt vor. Also auch dieses Thema des Plausibilitätschecks, der einfach automatisch dann gemacht wird oder wo man direkt darauf hingewiesen wird und am Ende einfach die Prozesse einfacher laufen und damit dann Zeitersparnis, klar, und Kostenersparnis. Zeit- und Kostenersparnis, ja. Klaus, wie siehst du das? Du hattest auch noch gefragt, was so an Herausforderungen passiert, wenn man das Ganze dann einführt. Ne? Hatte ich das richtig verstanden? Genau, also das war jetzt schon eigentlich, wir waren jetzt schon an dem Punkt, was passiert, wenn ich über diese Hürde gesprungen bin? Was erwartet mich dann als Vorteil? Habt ihr jetzt ganz Zeit, Kostenersparnis, ganz klar. Nachhaltigkeit ist ein Thema, aber wir können gerne nochmal zurückspringen an diesen Punkt der Herausforderung, welchen Schritt ich erstmal gehen muss und warum das vielleicht viele bis jetzt auch nicht gemacht haben. Ja, weil es ein Gesamtsystem ist. Also die E-Rechnung funktioniert nur mit der richtigen Software. Und die Software ist das schlagende Herz des Handwerksbetriebs neben dem Handwerklichen, was der Handwerksbetrieb tut. Das heißt also, viele fassen diese System-Branchensoftware nicht gerne an. Aber also dazu kann ich nur ermutigen, wenn ich noch keine zukunftsfähige Branchensoftware habe, dann ist es nicht nur der Vorteil der E-Rechnung, sondern da geht eine ganze weitere Reihe von Vorteilen. Zeiterfassung, Baustellendokumentation. Da hängt ein ganzer Rattenschwanz an Dingen dran, an Vorteilen, die ich mir damit sichern kann. Und so muss ich das Thema auch angehen. Also ich darf nicht den Fehler machen, dass ich sage, ich gehe jetzt die E-Rechnung an,
sondern ich muss meine Digitalisierung als Ganzes angehen und dann mir die richtigen Werkzeuge aussuchen, um das Ganze umzusetzen. Ja. Wie weit, oder lass uns gerade mal, du hast gerade die Software genannt. Wie weit sind denn die Vorbereitungen der Anbieter von Handwerker-Software bezüglich der Einführung der E-Rechnung? Mal so grundsätzlich. Also in dem klassischen Fall kann ich jetzt tatsächlich bloß von Taifun sprechen. Ich beschäftige mich nicht so sehr mit anderen Handwerkssoftwaren, aber ganz grundsätzlich erlaube ich es mir jetzt mal, trotzdem über andere auch zu sprechen. Bei Taifun ist das ganze Thema, wie gesagt, nagel es mir nicht fest, aber locker seit 2017 umgesetzt im Taifun. Natürlich muss man auch, wenn es neue Gesetzesänderungen oder Themen rauskommen, natürlich vielleicht gewisse Anpassungen tätigen, das ist ganz klar. Es wird aber über die Entwicklung relativ schnell umgesetzt, dass das für die mittlerweile 10.000 Bestandskunden bei uns gemacht werden kann. Dafür brauchst du auch jetzt nicht großartig irgendwelche Updates, weil die Kunden normalerweise bei uns über die Updates ja verfügbar sind. Von dem her, ja. Wie gesagt, das Einzige, wo ich mir Gedanken machen würde, wenn ich, wie gesagt, noch mit Word, Excel oder mit tatsächlich Programmen arbeite, die nicht e-rechnungstechnisch aufgestellt sind. Es sind aber mittlerweile tatsächlich sehr, sehr wenige, weil ich meine, machst du ja selber auch das Leben schwer. Ich meine, wenn du jetzt eine Anwerker-Software im Einsatz hast und hast keine E-Rechnungspflicht, die jetzt dann kommt, entwickelt, ja, dann wird es schwierig, weil dann gehen die halt weg, die Leute. Und jetzt ist eben noch ein anderes Wort gefallen bei dir, Klaus, und zwar diese digitale Reife gerade. Also wie können Unternehmer sich auf die E-Rechnung vorbereiten? Wie weit sollte hier der digitale Reifegrad entwickelt sein? Das Spiel hängt ja irgendwie miteinander zusammen. Hey. Also, eigentlich ist es wurscht. Das ist ein schönes Schlusswort. Unabhängig vom digitalen Reifegrad muss ich mich mit dem Thema auseinandersetzen. Ob ich jetzt schon fortgeschritten bin und schon verschiedene Dinge umgesetzt habe oder ob ich noch am Anfang stehe, das ist egal. Wenn ich am Anfang stehe, muss ich halt erstmal warm werden mit dem Thema und muss mich erstmal damit beschäftigen, was ist überhaupt Digitalisierung und wie digitalisiere ich meinen Betrieb auf eine kluge Art und Weise. Was ich immer brauche, ist ein Plan. Egal, was damit zu tun hat. Also ich sollte immer planvoll vorgehen und nicht allein, wie gesagt, mich nur auf das Thema E-Rechnung fokussieren. Kurze Ergänzung. Ja, vollkommen richtig. Was aber auch noch wichtig ist, es sollte gewisse IT-Struktur natürlich schon da sein. Ne? Also wir können jetzt nicht von Adam und Eva anfangen. Ich denke, jeder gute Handwerksbetrieb hat eine Mailadresse, hat bestenfalls einen PC zu Hause, Scanner und so weiter. Brauche ich nicht mehr ganz so groß, aber habe hin und wieder natürlich auch. Aber das sind so die digitalen Reifegrad-Themen, die du halt hast. Okay, habe ich entweder einen Server stehen, bin ich irgendwo in der Cloud, habe ich eine E-Mail-Adresse, nutze ich Microsoft 365, whatever. Aber das sind halt Themen, die ich schon irgendwo bräuchte. Ne? Alle anderen Dinge, und das ist auch immer wieder das, was ich den Kunden sage, macht es bitte Step by Step. Also jetzt nicht einfach anfangen, okay, ich will jetzt alles digitalisieren. Ja, das kann gut funktionieren, aber macht es doch bitte Step by Step. Nehmt euch ein Thema vor, das für euch jetzt im Betrieb, je nachdem, wo man gerade steht, wichtig ist. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich hau voll auf die Kacke, gehe total in Digitalisierung rein und mache an 5 Ecken irgendwelche Feuer auf und kriege die nicht mehr gelöscht, sondern macht erstmal, wenn ihr noch gar keine Handwerker-Software habt, als Beispiel, Handwerker-Software einführen, durch die Softwareunternehmen schulen lassen, in-house, je nach Größe, im-house schulen lassen, dann die verschiedenen Themen angehen. Dann kommt die E-Rechnung, dann kommt die Dativ-Schnittstelle zum Steuerberater. Ne? Alle Belege sind digital abgelegt, kommen digital, werden digital geschrieben, werden im Dokumentenarchiv abgelegt und werden über die Dativ-Schnittstelle an den Steuerberater, über den Dativ-Buchungsdatenservice übermittelt. Ne? Es ist eine Thematik, das sind 2-3 Klicks und dann ist es beim Steuerberater und er kann den Rest machen, als Beispiel. Und dann gehst du weitere Themen an, indem du sagst, okay, jetzt will ich meine Monteure digital aufstellen, mit Tablets draußen, die sollen ihren Service drüber machen, die Wartungen drüber machen. Und dann gehst du wegen mir noch das Lager an und machst sonst noch irgendwann Themen. Also macht es Step by Step. Denkt unbedingt. Und genau das ist es, was ich meinte mit dem Plan. Ja, also was ich auf gar keinen Fall machen darf, ist, ich fokussiere nur auf ein Thema. Genau das, was du gesagt hast, ist richtig. Also ein Thema nach dem anderen. Aber ich muss mir im Vorfeld Gedanken darüber gemacht haben, welche Themen kommen alle. Weil nur dann kann ich sie auch aus einem Guss abarbeiten. In unseren Beratungen
haben wir zwei Typen von Handwerksunternehmern. Typ Nummer eins sind die, die starten, also die erst anfangen mit der Digitalisierung. Typ zwei sind diejenigen, die ins kalte Wasser gesprungen sind und sich am Ende vor Lösungen nicht mehr retten können, weil sie jetzt 10 Lösungen haben, die alle nicht mehr miteinander sprechen und was dann ein Riesenchaos gegeben hat. Und deshalb, also je geringer das Wissen eigentlich ist im Bereich Digitalisierung, je geringer der Reifegrad ist, desto wichtiger ist es, dass ich mir jemand an die Hand hole am Anfang, der das Thema kennt, der den Markt kennt, der den Technologiedschungel kennt und der hier helfen kann. So, jetzt habe ich das Gefühl, es ist ja so, allein aus gesetzlichen Gründen geht kein Weg mehr dran vorbei ab 2025. Es gibt noch eine Schonfrist für viele Unternehmer, je nachdem, ob mein Partnerunternehmen das zulässt oder nicht. Oder je nach Größe von mir. Und trotzdem, vielleicht könnt ihr es, das wäre so meine Schlussfrage an euch, nochmal zusammenfassend erläutern, auch aus eurer jeweiligen Perspektive. Worauf sollte ich als Unternehmer unbedingt bei der Einführung der E-Rechnung achten und vor allem, welche Chancen bieten wir dann, diese zwei Sachen? Nochmal so als kleine Handlungsempfehlung aus der jeweiligen Perspektive von euch, wie ich jetzt vorgehen muss und warum. Also bevor jetzt gleich wahrscheinlich die Expertenmeinungen kommen, würde ich jetzt mal mit der gesunden Menschenverstand-Meinung kommen, wirklich mal anschauen, wo stehe ich jetzt gerade und was fehlt mir noch, um mal diese Pflicht, die jetzt kommt, zu erfüllen und dann einen Plan machen und dann in die Umsetzung kommen. Und je nachdem, ob die Software, die ich einsetze, das schon unterstützt mit einem Update oder vielleicht schon seit 2017, was auch gut sein kann, dann mal gucken, wie es ist. Vielleicht noch einen Berater dazu holen, der hilft, wie man das jetzt machen kann und was genau Sache ist. Ja, und wenn es größere Lücken gibt, wo man vielleicht noch mehr machen muss, dann eben einen Plan erstellen. Und das Wichtigste ist, einfach mal anfangen, sonst kann man nicht weitermachen. Ja, also E-Rechnung im Gesamtkontext sehen. Nicht nur Fokus auf die E-Rechnung, sondern Fokus auf die Branchensoftware. Erster Punkt. Zweiter Punkt, ich brauche einen guten Berater, der mich begleitet, möglichst neutral an der Seite. Je geringer mein eigenes Wissen ist, desto größer ist die Wichtigkeit, dass ich so jemanden habe. Dritter Punkt, der wichtig ist, ich brauche einen guten Supporter bei meinem Branchensoftwarehersteller, weil da gibt es schon ein paar Hindernisse und Hürden bei der Einführung. Das heißt, jemanden, der mich hier gut und wertschätzend durch diesen Prozess begleitet beim Branchensoftwarehersteller, ist Gold wert. Und den muss man sich da angeln bei den Leuten und muss man sich auch sichern. So, also das sind meine drei Tipps. Danke, Klaus. Dominik noch? Ja, kann ich mich tatsächlich bloß anschließen. Also ja, gut, ich spreche für eine Handwerkersoftware. Ne? Was erwartet ihr? Aber letztlich ja, wir Standortbestimmung machen. Wo stehe ich mit meinem Betrieb? Ist die Software, die ich einsetze, die richtige Software tatsächlich auch? Für immer wieder Gespräche und wenn ich dann tiefer nachfrage, ja, seid ihr denn zufrieden? Läuft das denn? Da kommt immer so ein zögerliches, eigentlich nicht. Wo ich dann auch sage, ja, aber Leute, dann müssen wir noch was tun, oder? Also, ganz ehrlich. Und deswegen, wir machen jetzt wirklich seit 37 Jahren, also schon ein paar Tage, 10.000 Kunden können sich nicht irren. Und wir haben diesen Fokus eben sehr, sehr stark, deswegen danke, dass ihr das beide so ansprecht, auch darauf gesetzt, wir möchten den Kontakt mit den Kunden haben. Wir möchten vor Ort in die Betriebe fahren. Wir möchten uns das anschauen, wie wird gearbeitet. Nicht jeder Betrieb ist gleich, aber es geht grundsätzlich oftmals um die gleichen Themen. Wenn ihm Telefon gefällt, freuen wir uns sehr. Und dann geht es ans Umsetzen, dann geht es ans Tun. Dann muss der Kunde ins Tun und ins Machen kommen. Und das schaffst du nur, wie du schon erwähnt hast, indem der Support vor Ort kommt, vor Ort geschult wird, vor Ort diese Themen aufgreift. Und wenn er dann unsere Steps von vorher wieder hat, wir gehen Step by Step das Thema an, dann das Thema an, dann das Thema an, wenn es der Betrieb denn haben will und umsetzen möchte. Und das ist auch immer wieder was ich den Kunden sagen muss. Leute, ihr müsst ins Tun kommen, weil wir können noch so eine geile Handwerkersoftware bieten, wenn ihr die nicht nutzt, dann kann ich euch auch nicht helfen. Es ist einfach, wir müssen gemeinsam da rangehen an das ganze Thema.
Und wir unterstützen die Kunden, nicht nur wir, sondern auch andere natürlich. Und genauso auch dieses Coaching-Thema. Also wenn ihr sagt, okay, mir ist dieses Thema zu viel oder ich fühle mich da nicht sicher genug, dann ja. Wenn ihr sagt, okay, mir reicht eine, in Anführungszeichen, Beratung über einen Vertrieb, über einen Fachberater, eine Handwerkersoftware nicht aus, ich hole mir nochmal Hilfe, dann, es gibt genug Anlaufstellen, Handwerkscoach, etc., pp., Heiko, diese ganzen Themen, um das anzugehen. Du lachst schon. Nee, ich lach nicht. Ich hab, weil du hast gerade Heiko erwähnt. Ja. Und das war auch das Stichwort, glaube ich, ich sag erstmal an euch, bevor wir gleich das Wichtigste besprechen. Also, erstmal danke noch an unsere Zuschauer, die bis zum Schluss durchgehalten haben hier. Vielen Dank. Und also was nehmen wir mit? Wir haben gestern schon mitgenommen. Also man kann nicht digitalisieren. Wer nicht digitalisiert, der zahlt am Ende drauf. Ist auch teuer. Und die E-Rechnung, sie kommt, das ist so sicher wie das Amen der Kirche. Und Grund zur Panik oder Arbeitserleichterung, ganz klar, Arbeitserleichterung aus ganz vielen Gründen. Zeitersparnis, Kostenersparnis. Es ist nachhaltiger. Es gibt keinen Grund, es jetzt nicht zu machen. Ich sage vielen Dank, Lukas Müller, Klaus Tessmann, Dominik Wiedemann. Danke an euch. Das war unsere Schlussrunde heute hier an Tag 2 bei unserem Forum Digitalisierung im Rahmen der Chillventa 2024. Und wir haben ja vorhin den Heiko Fischer gefragt, ob wir hier die Runde beenden können heute mit einem Bier. Und ich habe nicht dran geglaubt, wobei man muss eine Sache sagen zu Heiko. Heiko macht ja... Ich bin Macher. Heiko ist ein Macher. Tatsächlich ist es erstaunlich, weil Heiko hat schon alles möglich gemacht. Es gab schon eine Kiste Bier, die ist mit dem Roboter vorgefahren vor 2 Jahren. Auch das hat Heiko möglich gemacht. Und heute gibt es tatsächlich, ist das für dich oder für mich das Letzte? Nee. Für uns. Oh boy. Vielen Dank, Heiko Fischer von 100% Digitalisierung. 100% digital. Vielen Dank. Danke an euch und Prost an euch. Wir sehen uns morgen wieder um 10 Uhr und dann sprechen wir nochmal den ganzen Tag über das Thema Digitalisierung. Das war eine wunderbare Runde. Schöner Schluss an Tag 2. Und jetzt Prost. Prost. Schmeckt analog immer noch am besten. Vielen Dank und tschüss. Ciao.